Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir beziehungsweise ich reagiere heute auf VDSES Arthur Olymp, und zwar auf das offizielle Musikvideo. Das Video kam am 6.10.2022, also auch fast ein Jahr schon her. Ja, VDSES bei Spotify, machen mit bei VDSES, VDSES Shop, VDSES Instagram und bei TikTok ist die natürlich auch. Und wir starten rein. 53.489 Views, okay. Strong auf jeden Fall. Gut, nach 8 Monaten kein Wunder eigentlich. Ja. VDSES 450.000 Abonnenten. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein hier. Mit Olymp. Warum gibt mir dieser Beat gerade Dingens Vibes? Warte mal. Boah, wie heißt dieser Song, an der mich dieser Beat gerade erinnert? Ich weiß es gerade nicht. Ich hab gerade echt den Song nicht im Kopf, ne? Aber dieser Beat gibt mir gerade miese Vibes. Ich weiß nur nicht, von welchem Song. Alle wollen nach oben steigen, bis zu dem Olymp. Oh je, oh je. God, dieses oh je, oh je, oh my God. Fuck, no, please. Ey, bitte. Was sind das für Adlibs jetzt schon? Nach 13 Sekunden kommen solche Adlibs, bitte. Warum? Egal, aber auf jeden Fall, es fängt schon mal sehr spannend an. Man hat auch gerade schon Aufnahmen von damals noch gesehen von ihm. Sehr strong gemacht, jetzt schon das Musikvideo. Nach 13 Sekunden sage ich jetzt schon, das ist geil gemacht, diese Musikvideo. Was glaube ich eigentlich? Mach mal weiter. Bist du dem Olymp? Arthur, Arthur. Bist du dem Olymp? Yeah, 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 yeah. Wo gehören wir nur hin? 2018, neue Schule, neues Glück. Ich wollte nur nach vorne gehen, für mich gab's keinen Weg zurück. Was wird mich erwarten? Ich hatte keinen Plan. Wusste es noch nicht, doch meine Reise, sie begann. Nachmittags AG für Mathematik. Doch leider hatte ich mich in der Tür hier geirrt. Vor mir so ein Lehrer, doch er sah nicht so typisch aus. Hab mir nur gedacht, oh mein Gott, wie cool ist er denn drauf? Das hier ist die Rapper-AG, das hier ist ein Casting. Ich machte schnell mal mit, der Lehrer sagte, dass ich krass bin. Wusste nichts davon, der Typ war mehr als nur ein Lehrer. Meine Mom bekam einen Anruf, wir suchen einen Rapper. 100.000 Abonnenten Special, bitte, oh mein Gott, ist das hier ein Traum? Ich stand völlig unter Schock, ich bin... Okay, das kann man verstehen, dass man dann unter Schock steht, wenn man mal bei einem 100k Abonnenten-Ding mitrappen muss. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie hart er unter Schock war. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er sehr krass geschockt war, wo er diese Nachricht bekommen hat, dass er da mitmachen soll. Und ich kann jetzt schon nur sagen, ich wünsche ihm viel, viel Glück für die Zukunft, dass sehr geil, dass bei ihm noch sehr, sehr geile Songs kommen und dass er auf jeden Fall weiter nach oben geht. Und ich hoffe, dass er irgendwann, ich schwöre, ich hoffe, dass er irgendwann auf die 1 geht. Ich gönn's ihm so hart, ich gönn's jedem Einzelnen von VDSES, ich gönn's denen so hart, dass sie auf die 1 gehen. Irgendwann, Safe Call, ich sage, die gehen auf 1, irgendwann mit irgendeinem Song. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass Melina mit dem Song Ich gebe auf die 1 geht. Irgendwann. Nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber irgendwann geht ihr mit diesem Song auf die 1. Oder Ich gebe auf geht auch 1. Ich sage, diese beiden Songs gehen auf 1. Wenn nicht, ich fresse ne Besen. Dann war dieser Spruch gerade umsonst. Egal, weiter. Aber bis jetzt ganz gut gemacht. So. Ich finde es cool, dass er so ein bisschen erzählt, was so passiert ist, dass es so ein kleines Rückblick, dass es so ein kleiner Rückblick mit drin ist, finde ich sehr schön. So sind ja viele Songs eigentlich auch aufgebaut, hauptsächlich im Deutschrap, dass so Rückblick kommen und dann so das Jetzt und dann so im damaligen Teil noch so, ja, das und das ist so der und der Zeit passiert und dann im jetzigen Teil richtig mies in die Fresse Rap. So, das ist das, was ich bei Deutschrap heutzutage gewöhnt bin,
Wobei gefühlt gar keiner mehr aktiv Deutschrap macht. Der einzige, der gefühlt noch aktiv ist, ist Kollega. Grüße ihn raus, bestellt euch La Deutsche Vita vor. Ich gönnt euch das Album. Soll krass werden. Ein paar Songs gibt's ja schon. Und geschweige denn, die sind auf dem Album. Aber bestellt euch das vor. Das ist Baba, das. Die Lieder, die bis jetzt kamen von La Deutsche Vita, von Kollega. Baba, gönnt euch die Box. Dann wisst ihr, was ich meine. Oder gönnt euch die Lieder. Gönnt euch. Zurück zu dieser Reaction hier. Was laber ich mit meinem von La Deutsche Vita? jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Also, aber wie gesagt, ich find's halt schön, wie das Lied aufgebaut ist. Ich will gar nicht. Weiß man, wie lange er an dem Text gesessen hat? Weiß man das? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Ja, würde mich halt echt gerne mal interessieren, wie lange er eigentlich an dem Song gesessen hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man so einen Track, so einen, ich sag jetzt mal, emotionalen Track, nicht mal eben schnell in 30 Minuten oder einer Stunde schreibt. Ich glaube, da brauchst du schon ein, zwei Tage für. Wenn ich überlege, ich habe selber mal Texte geschrieben, mittlerweile eigentlich inaktiv, nur mal so zwischendurch, wenn ich gerade irgendwie Bock habe, eigene Texte wieder zu schreiben. Und ich merke schon, dass ich da sehr lange für brauche. Ich habe für einen Text, den ich mal geschrieben hatte, den ich schon lange nicht mehr habe, habe ich irgendwie, ich glaube 3,5 Tage oder so gebraucht, bis er fertig war, bis er mir gefallen hat. So, natürlich ein bisschen abändern und sowas, und dann hätte man den fertig machen können. So, Beat hätte nur gefehlt und halt irgendwo, wo ich aufnehmen kann, aber boah, ich kann nicht rappen, wie in der anderen Reaction schon gesagt. Egal, lass mal weitermachen. Hey. Stadtler, Partner, wart mal, meine ersten Zeit. Das war geil gefloppt. Bin Starkler, wart mal, Partner. Nee, wie war das? Warte mal, was? Bin Starkler, wart mal, Partner oder so? Ich stand völlig unter Schock. Ich bin Starkler, Partner, wart mal. Boah, das ist geil gefloppt. Ich bin Starkler, Partner, wart mal. Oh mein Gott. Oh, warte mal. Ich bin Starkler, Partner. So, Partner, dazwischen gelegt. Und dann wart mal auf Startklar. Das ist geil, Digga. Oh mein Gott. Meine ersten Zeilen, die Welt ist voll geil. Ja, ja, alle wollen. Die Welt ist voll geil. Ja, ja, gut. Ja, weiß ich nicht. Kann man machen. Muss man nicht, die Leinen. Was ist das für eine geile Aufnahme gerade? Nach oben steigen, bist du. Oder wo chillt er denn, Digga? Burgruine oder was? Was ist das? Aber auf dem Weg dahin verlieren wir den Sinn. Erfolge sich verfliegen, so wie Blätter in den Wind. Suchen alle unseren Platz, wo gehören wir nur hin? Ich werde nichts vergessen, ganz egal wie alt ich bin. Weiß, woher ich komme und ich sage Danke, Tim. Und solange Blut noch durch meine Adern rinnt, weiß ich, alle Wunden heilen. Ja, ich sehe schon den Grin. Diese eine Lippe. Das war schön gerade, dass er nochmal so gesehen ein Dankeschön an den Lehrer rausgehauen hat. Ja, ist ja der Lehrer, ne? Von denen oder nicht? Zumindest, ich glaube, in der AG. Wenn das jetzt überhaupt noch eine AG ist, kann auch sein, dass das jetzt mittlerweile ein richtiges Fach ist. Bei denen. Das würde mich auch echt. Mich würde das mal echt gerne interessieren, wie so ein Tagesablauf bei denen aussieht, ne? Ich würde mir das so gerne mal persönlich angucken, ne? Meine Fresse interessiert mich das. Boah. Ich würde halt auch. Ich bin ehrlich, ich würde sogar mitmachen. Wenn es hier irgendwo was geben würde, bei mir, gibt's nicht. Und Fulda, Bruder, das liegt keine Ahnung wo. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, wo das ist. Ich würde das eigentlich machen, aber egal. Wenn ihr wisst, wo Fulda liegt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe keinen Plan, wo das ist. Nie von gehört. Aber egal, weiter. Ja, er hatte mein Talent erkannt, mein. War das gerade ein RTL-Mikrofon? Die hatten ein RTL-Interview? Davon habe ich nie was mitbekommen. Okay, gut, ich guck eigentlich auch kein Fernsehen. Eine Welt schon auf dem Kopf, ich schuld ihm endlich Dank. Papa meiner Freundin, der Hype, er begann. Willkommen in einer Welt, die ich vorher nicht kannte. Die Presse überschlug sich und ich stürmte die Trends. Hab das nicht geglaubt, plötzlich hatte ich Fans. Ich fuhr nach Paris und rappte über erste Liebe. Ey, mir tut's gerade leid, dass ihr die ganze Zeit hört, wie ich meine Nase hochzieht. Ich bin immer noch ein bisschen durch. Heuschnupfen und so. Durchgenommen komplett. Aber er hat in Paris ein Musikvideo aufgenommen. Was soll ich dazu sagen, bitte? Was soll ich sagen jetzt? Ich kann dazu nichts sagen.
aber sehr schöner Song auf jeden Fall. Wie eine Maschine rockte ich die Bühne, fuhr in jede große deutsche Stadt und traf so viele Menschen. Diese Zeit war wundervoll, nein, ich werd's nicht vergessen. Das erste Autogramm, das erste Foto mit nem Fan. VDSES in jeder Stadt, ein Member von der Gang. Rockte Retour, Jeans verbrannten Bugator. Was geht ab, was geht ab, sangen alle wie im Chor. Wenn du mich nicht magst, Mann, dann juckt mich das ein Scheiß. Denn du weißt, ich hab 100.000 Fans und du hast keinen. Okay. Sorry, ich hab nichts gesagt. Alle wollen nach oben steigen bis zu dem Olymp, aber auf dem Weg dahin verlieren wir den Sinn. Erfolge sie verfliegen so wie Blätter in den Wind. Suchen alle unseren Platz, wo gehören wir nur hin? Ich werde nichts vergessen, ganz egal wie alt ich bin. Weiß woher ich komme und ich sage danke Tim. Und solange Blut noch durch meine Adern rinnt, weiß ich alle Wunden heilen, ja ich sehe schon den Grin. Erfolg der verändert und Fame der vergiftet. Freunde kommen, Freunde gehen, vom Teufel überlistet. Neid der sich auftut, wenn anderen noch mehr haben. Man will alles für sich selbst, warum muss es er haben? Dieses Gift, das sich ausbreitet und sich ausweitet. Dieses Gift, glaub mir, es schlaucht ein. Und ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Denn dieses eine Gift, es befiel auch meine Seele. Wollte alles oder nix, also hab ich nix gewählt. Doch ich merkte immer wieder, wie es... Ich wollte alles oder nix und hab nix gewählt. Okay. Jeder andere Rapper hätte jetzt gesagt, ich konnte wählen alles. Ich hatte alles oder nix und hab alles gewählt. Das wäre die Line von jedem anderen Rapper wahrscheinlich. Peinlich, was mittlerweile in Deutschland los ist. Ey, bitte. Es mich von innen quält, mir hat die Gang gefehlt. Hab gelernt, was wichtig ist. Denn dein Wert, der misst sich nicht daran, wie fame du bist. Sie sagen immer, dieses Gift, es kann sie nicht befallen. Doch dieses Gift ist der Grund, warum sie wieder fallen. Missgunst, Hochmut, Neid und Egoismus. Kommt immer langsam, doch ist er fristet. Alter, was... Warte mal, was sind das für geile Vocals gerade gewesen? Voll Missgunst, Hochmut, Neid und Egoismus. Kommt immer langsam, doch ist da Fristung. Alter, die Vocals sind ja geistesgestört geil, Digga. Meine Fresse, die Vocals gerade. Zum Übergang in die Hook, oh mein Gott. Also wenn das jemand persönlich gemacht hat, von denen. Respekt. Wenn das im Beat selber drin ist. Okay, kann man machen, aber die Vocals sind halt echt geil, so, ne? Ich liebe sowas. Sowas liebe ich in Beats, wenn so Vocals gehen. Wenn so Vocals drin sind, die dann so, ich sag jetzt mal, höher gehen und dann wegfallen und man ist in der Hook. Das ist geil, Digga. Junge, meine Fresse, hab ich Bock. Alle wollen nach oben steigen bis zu dem Olymp, aber auf dem Weg dahin verlieren wir den Sinn. Oh, okay, die Vocals sind nicht nur im Part. Lol, ich habe die Vocals in der Hook vorhin gar nicht gehört. Waren die da überhaupt drin? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Digga, die Vocals kommen ja anders geil. Folge sich verfliegen so wie Blätter in den Wind. Suchen alle unseren Platz, wo gehören wir nur hin? Ich werde nichts vergessen, ganz egal wie alt ich bin. Weiß woher ich komme und ich sage danke, Tim. Und solange Blut noch durch meine Adern rinnt, weiß ich alle Wunden heilen, ja ich sehe schon den Grin. Alle wollen nach oben steigen bis zu dem Olymp, aber auf dem Weg dahin verlieren wir den Sinn. Erfolge sich verfliegen so wie Blätter in den Wind. Suchen alle unseren Platz, wo gehören wir nur hin? Ich werde nichts vergessen, ganz egal wie alt ich bin. Weiß woher ich komme und ich sage danke, Tim. Und solange Blut noch durch meine Adern rinnt, weiß ich alle Wunden heilen, ja ich sehe schon den Grin. Ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass der, ich weiß gar nicht, wie alt ist Arthur jetzt? Sagen wir mal, der hatte schon Geburtstag jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, 16, 17 vielleicht? Wobei, 15, 16, 17 kann ich mir gut vorstellen, so in der Altersgruppe ist er drin. Ey, imagine, der ist 18. Dann, ey, ich geh weg. Ich geh schlafen, ne? VDSEL, warte mal, Quartett, Digga, Regeln, Passion, Power, Skills, League Legend. Der höhere Wert gewinnt. Nummer, Hammer, Science, der niedrige Wert gewinnt. Hä? Ey, solche Quartetts, Digga, hab ich nie verstanden, ne? Ich schwör's euch, ich hab's nie verstanden. Aber natürlich, oha, was gibt's da denn jetzt? XXL-Poster. Von den Strapazen im Studio, okay. Achso, von den Strapazen im Studio, bruh. Eine Autogrammkarte, okay, CD. Boah, die CD sieht aber gut aus. Also zumindest ist das Cover von der CD sieht geil aus.
Quartett, ja gut, und ein XXL-Poster. Stabil. Ja, Leute, das war der Song Olymp von Arthur. Wie gesagt, wenn ihr weitere Songs habt, auf die ich reagieren soll, von VDSES oder auch irgendwie von anderen Leuten, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ich mache diese Reactions nämlich echt gerne. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, egal was ich auch immer dann mache. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. It's hard, it's cold.